Liebe Läuferinnen und Läufer, auch hier in Lille, Heimat des Rapid Reaction Corps Frankreich, verfolgen wir schon allein aufgrund unseres Auftrages als Land Component Command der NATO Response Force 22 die Ereignisse des brutalen Angriffskrieges in der Ukraine intensiv. Und wir sind da, wenn die NATO uns braucht. Wir sehen aber auch die bedrückenden Bilder aus dem Kriegsgebiet. Das Leben hat sich für die Menschen in der Ukraine schlagartig von einem auf den anderen Tag verändert. Zerstörung und Flucht bestimmen es. Die Gedanken von uns allen sind daher bei diesen tapferen Menschen in der Ukraine, die für ihre Freiheit und ihre Werte und Zukunft kämpfen und die großes Leid ertragen. Wir im Laufteam Bundeswehr und Reserve sehen uns in Solidarität diesen Menschen gegenüber verpflichtet. Und ich bin daher sehr froh, dass ich Schirmherr eines virtuellen Spendenlaufs unseres Teams sein darf, der vom 26. März bis zum 10. April stattfindet. Unser Lauf ist der RTL-Stiftung Wir helfen Kindern und damit den 7,5 Millionen Kindern in der Ukraine gewidmet, die Schutz brauchen vor dieser zunehmenden Gewalt. Sie fliehen vor Putins Invasion oder verstecken sich in Schutzräumen vor Beschuss. Viele von ihnen verstehen vermutlich noch nicht, was gerade um sie herum und mit ihnen passiert. Liebe Läuferinnen und Läufer, mit unserem Spendenlauf wollen wir zeigen, dass wir in dieser schwierigen Lage zusammenrücken und das Sport verbindet und damit die Schwächsten, die Kinder, nicht im Stich lassen. Jede Strecke, gelaufen oder gewalkt, zählt. Melden Sie sich an und helfen Sie mit. Vielen Dank dafür.